Also hilf mir doch jemand! Du gehörst mir! Ich kann nicht mehr! Oh. Ha, Game Over, so, Freundchen! Also mit mir ich verputz dich! Ha, nein! Das kann ich nicht zulassen! Das tut weh! So sieht's nämlich aus! Ich bin unschlagbar! Da war nichts! Ich sollte nicht trödeln! Was? Ach du Schande! Oh, komm her! Das Vieh ist ja schlimmer als das davor, oh Mann! Versteckst du dich, Kleiner? Ich kann dich riechen! Vielleicht hilft dir das! Gruselig! Es hat geklappt! Passt lieber auf, Monster, denn hey. Ich... Oh, was denn nun schon ich wieder? Ich bin am Verhungern! Ja und? Könntest du mal schnell reinhüpfen? Es würde bestimmt helfen! Aber sicher! Ja, sag das doch eher! Ja. Oh. Dachtest du echt, ich meine das ernst? Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt! Diese Monster können mir nichts anhaben! Ich hau hey, du. Du! Was ist hier los? Oh nein, wagt es ja nicht! Nicht doch! Wir wollen dir nichts tun! Wir sind nur etwas besorgt wegen dieser neuen Kreaturen! Neue Kreaturen? Die sind echt schräg! Da müssen wir doch etwas Sie tun! Sie sind hinter uns her! Sie kommen näher! Spürst du es auch? Oh nein! Warum passiert das überhaupt? Wir müssen etwas unternehmen! Schnell! Und was sollen wir jetzt tun? Um das zu erklären, muss ich etwas aus. Der Garten von Banban war ein wirklich toller Ort zum Spielen. Es waren immer viele Kinder da und wir haben sie unterrichtet. Die Einrichtung wurde immer beliebter. Jeder wollte sein Kind bei uns unterbringen. Ein voller Erfolg. Aber Banban hatte die Kosten für die Unterbringung so vieler Kinder unterschätzt. Er brauchte mehr Platz für zahlende Kunden, also dachte er sich ein abartiges Projekt aus. Er wählte drei unserer Schulkinder aus und machte etwas wahrhaft Böses. Er hat sie in Monster verwandelt. Sie verwandelten sich in eine Schnecke, ein gruseliges Monster und als letztes in einen braunen Sheriff-Frosch. Banban schien mit seinem Werk zufrieden, aber die Monster waren total verängstigt. Er gab ihnen Befehle, die sie einfach ausführen mussten. Banban plante mehr Böses. Er präsentierte ein Banner und stellte die Monster als neue Lehrer vor. Sie hatten keinerlei Autorität über die Kinder, also tanzten die den Monstern auf der Nase herum. Aber das war Banban egal. Er wollte einfach nur noch mehr Geld machen. Der Garten war schon überfüllt, also wiederholte Banban einfach seine Grausamkeit mit drei weiteren Kindern. Auch diese drei verwandelte er in Monster mit seiner furchtbaren Maschine. Ihre Körper veränderten sich und wurden zu echt schrägen Monstern. Aber sie waren viel größer als Banban, was ihm Angst machte. Sie waren anders als die anderen. Und das wusste Banban. Also warnte er uns alle und rannte davon. Es war der reinste Albtraum. Wir mussten die Kinder beschützen. Alles geriet außer Kontrolle. Diese Monster waren einst normale Kinder, aber jetzt wollten sie nur noch Rache. Sie taten uns leid, aber sie durften den anderen Kindern nichts antun. Wir haben sie beschützt. Deshalb sind wir hier. Sie dürfen mir mein Geld nicht nehmen. Oh, hi. Das ist alles deine Schuld, Banban. Wartet mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hast du nicht ein Elixier oder sowas? Ich glaube nicht. Oh, das hier könnte helfen. Super! Ich kann sie nicht mehr aufhalten. Hörchen. Was geht? Versteckt mich. Sie dürfen mich nicht kriegen. Ach ja, überlass das mir. Drohne, zeig sie. Los geht's. Rami! Was zum... Das war's dann wohl, Kleiner. Tu mir nichts. Lauf, Junge! Was? Warte! Nein! Seht! Ein Wunder! Hä? Geht das bei uns auch? Hier, schluckt das, Leute! Schmeckt doch nicht eklig, versprochen! Es tut mir leid, was ich euch angetan habe. Du bist wirklich ein Kinder. Oh, danke. Bleib weg von mir. Ach, komm schon, nur ein Küsschen. Du bist ja verrückt, lass mich endlich in Ruhe.
Oh nein! Ein Schmatze! Nein heißt nein! Warum akzeptierst du das nicht? Keine Ahnung! Mein Verstand ist derzeit nicht normal, dank Bambans Projekt. Wovon redest du denn da? Nun lass es mich erklären. Vor langer Zeit suchte Banban nach einer neuen Lehrkraft für seinen Garten. Es gab sehr viele Bewerber, aber die meisten waren männlich und Banban suchte nach einem weiblichen Lehrer. Also schickte er sie alle weg. Er wusste nicht weiter, als ihm plötzlich eine Idee kam. Er hatte ein Händchen für die Wissenschaft und Maschinen. So baute er einen Geschlechtsumwandler. Er hatte es geschafft, musste es aber noch testen. Der Schlangenjunge war das Versuchskaninchen. Er aß ein Eis und ahnte nichts Böses, als Banban auftauchte. Er verwandelte ihn in ein hübsches Schlangenmädchen. Da ertönte ein seltsames Geräusch. Ein riesiges Elefantenmonster. Banban wollte natürlich sofort seinen Geschlechtsumwandler benutzen. Und was passierte? Der Elefant wurde zu einem Elefantenmädchen. Der Elefant konnte nicht glauben, was er da im Spiegel sah. Aber das Ding ist, jedes dieser Monster war begeistert von seinem wunderschönen neuen Aussehen. Anfangs waren sie überrascht, aber im Grunde möchten auch Monster gut aussehen. Jedes Monster reagierte zunächst anders, waren schockiert, aber nicht auf wütende Weise. Als ich dann an der Reihe war, war es anders. Banban entführte mich. Ich kam an einen Stuhl gefesselt zu mir und versuchte, mich zu befreien. Aber vergebens. Banban war schon da, bereit, mich zu verwandeln. Und ich muss zugeben, es war gar nicht so schlimm. Und als ich mein Spiegelbild sah, fühlte ich mich umwerfend schön, als sei ich endlich ich selbst. Banban war sehr zufrieden mit seinem Projekt. Ein voller Erfolg. Aber dann passierte es. Er hat versehentlich auf sich selbst geschossen und verwandelte sich zu einem bildhübschen Mädchen. Er liebte seine neuen Haare. Nun, das war meine Geschichte. Das war irgendwie etwas verwirrend. Gib mir einfach einen Kuss. Niemals, Küsse sind voll eklig. Gut, dann triff wenigstens meine Freundinnen. Sie sind wirklich toll. Der Hut steht dir gut. Ich fühle mich wie ein Superstar. Das sieht so spaßig aus. Mach doch mit. Oh, ich bin wunderschön. Mädchen sind super. Das fällt Ihnen jetzt erst auf? Sie sind verrückt. Was ist das? Okay, eigentlich bin ich fertig. Was flinkern kann ich schon lange. Zeit zum Experimentieren. Oh, wow. Vielleicht das. Ich verhungere, das hilft Ihnen bestimmt. Hä? Was zur... Eines der Gläser fehlt. Alles verputzt. Ich frage mich, was? Sie sind alle weg. Ich wette, das war Flynn. Irgendwas fühlt sich komisch an. Mein Körper. Hey, her mit meinen Gläsern. Was? Oh, sieh mal hinter dir. Oh mein Gott. Wer hat nun verwendet? Du Schafte! Schnell weg hier. Ihr könnt mir nicht mehr entkommen. Sackgasse. Dachtet ihr wirklich, ich würde euch nicht erwischen? Bitte tun's nicht! Oh nein! Das war köstlich. Jetzt der Nachtisch. Bitte nicht! So will ich nicht enden. Ich flehe dich an. Bitte! Oh, komm doch näher, du armes Kerlchen. Kann ich gehen? Du passt perfekt in meinen Bauch. Yummy! Wo finde ich jetzt einen Nachschlag? Ist er weg? Oh, da ist die Rettung. Kinder, Futter fassen! Yay! Lecker Schnack! Sei nicht so geizig, gib mir die Klicken! Oh nein! Ja, hab ich dich endlich! Niemals! Schatz! Verfolgt er mich noch? Hey, warum tust du das? Okay, wenn du sie haben willst, kämpf gegen mich! Autsch! Oh nein! War mir ein Schuppen! Mami! Lass uns nicht allein! Es tut mir so leid, Babys! Ungeheuer! Bis hierhin noch nicht weiter, Fiesling! Du wirst geheilt werden! Mein Körper? Was passiert hier? Oh nein! Alles dreht sich!
Alles ist wieder gut. Das sehe ich anders. Sorry. Danke, wow. Spieler. Gern geschehen. Ich mach dich sowas von fertig, sobald ich dich erwische. Der bloße Anblick von dir macht mich total wütend. Bitte, irgendjemand muss mir helfen. Autsch. Das damit war gestern du aber noch nicht da. Du böses Fröschchen. Du wirst für all das Leid, das du mir zugefügt hast, büßen. Es ist Zahltag. Ich bin aber gerade pleite. Bis hierhin und nicht weiter, Schlange. Ich verbiete dieses Verhalten. Ein Basketball? Du hast echt keine Ahnung, wie man eine weiteren will. Wie wäre es hiermit? Ouchi. Das war aber einfach... Reife Leistung. Jetzt aber weg hier. Mein Kopf. Bei dir piept wohl. Das werden die bereuen. Okay, verriegelt. Aber ich frage mich, warum Schlange auf dich so wütend ist. Also gut, es ist wohl an der Zeit, dass ich es dir erzähle. Damals war das so ein Junge, der von den Fieslingen der Schule immer geärgert wurde. Selbst wenn er versuchte, sich zu verstecken, würden sie ihn immer finden. Und der Lehrer hat die Situation ständig falsch verstanden. Er dachte immer, Spieler würden nur Zeit verschwenden. Aber so war es ganz und gar nicht. Armer Spieler. Er hatte einfach kein Glück. Kein einziger Lehrer stand ihm zur Seite. Egal, was er unternahm, am Ende stand er allein da. Die Fieslinge fanden seine Lage urkomisch. Sie waren aber auch nicht sehr helle im Kopf. Aber ich schweife ab. Bei jeder Gelegenheit nervten sie Spieler, der ihr Verhalten einfach hinnehmen musste. Er musste seine Wut unterdrücken, seine Gefühle kontrollieren. Aber manchmal konnte er nicht mehr und dann schrie er aus vollem Halse. In solchen Momenten rief ihn der Lehrer zur Ordnung und verpasste ihm Nachsitzen. Spieler versuchte natürlich, sich zu rechtfertigen, aber stieß auf taube Ohren. Denn der Lehrer sah die Rowdies als kleine Engel. Totaler Blödsinn. Nur Spieler durchschaute diese Unschuldsmasken, wodurch er oft Ärger bekam. Der Lehrer schickte ihn mit einem Brief an seine Eltern nach Hause. Und wieder hatten die Fieslinge das Lachen. Spieler konnte nicht viel tun, außer seinen Eltern traurig alles zu erklären. Aber seine Mutter glaubte ihm nicht und bestrafte ihn hart. Er musste sein geliebtes Ei wegschmeißen. Es brach ihm das Herz. Das Ei war das Einzige, was ihm wirklich wichtig war. Es war der schlimmste Tag seines Lebens. Aber plötzlich kroch eine kleine Schlange aus dem Mülleimer. Es wirkte verloren, auf der Suche nach seinen Eltern. Es näherte sich Spieler und erkannte direkt, dass dieser sich immer um ihn gekümmert hatte, als er noch im Ei war. Beide waren überglücklich. Es folgte eine wunderbare Zeit für die zwei. Tatsächlich war das der schönste Tag für Spieler. Sie aßen zusammen, sie spielten zusammen. Aber die Schlange wuchs natürlich heran und wurde auch stärker. Spieler musste also auch stärker werden, um weiter mit seiner Schlange spielen zu können. Die Schlange wuchs und wuchs, bis sie schließlich sehr groß war. Und ich meine wirklich groß. Spieler musste weiter zur Schule gehen, wo sich nichts geändert hatte. Die Fieslinge waren immer noch fies, besonders gegenüber Spieler. Aber nicht an diesem Tag. Die große Schlange kam zur Rettung. Die Fieslinge machten sich bei ihrem Anblick fast in die Hose. Das Blatt hatte sich gewendet und die Fieslinge hatten keine Chance. Zum ersten Mal. Die große Schlange gab ihnen ihre gerechte Strafe. Und dann noch etwas mehr. Und mehr. Vielleicht ein bisschen zu viel. Und da komme ich dann ins Spiel. Ich habe alles beobachtet. Ich sah, dass die Fieslinge es immer noch auf Spiele abgesehen hatten. Aber von dem Tag an hatte die Schlange ein wachsames Auge auf sie. Sehr wachsam. Die Fieslinge sahen ein, dass sie so nicht weitermachen konnten. Sie waren etwas verwirrt, aber immerhin blieb die Schlange auf Abstand, solange sie es auch so mit Spieler taten.
Der Lehrer hatte keine Lust, jede Arbeit einzeln zu bewerten. Also ließ er alle durchfallen. Als Spieler ihm also seine Arbeit gab, wurde der Lehrer ohne guten Grund sauer und regte sich über irgendeine Kleinigkeit auf. Er hatte schon den Stempel mit dem X in der Hand. Da sah er die große Schlange und bekam riesige Angst. Erledigte er seinen Job als Lehrer nicht, wird er gefeuert. Andererseits möchte er nicht von einer wütenden Schlange vermöbelt werden. Also bekam Spieler von ihm ein Bestanden. Darüber war Spieler natürlich sehr froh und bedankte sich bei seinem Lehrer. Er hatte keine Ahnung, was die Schlange noch tun würde. Sie zwang den Lehrer dazu, die Fieslinge zu ärgern. Sehr schnell übernahm sie die Kontrolle über die Klasse. Jeder gehorchte aufs Wort. Das weckte mein Interesse an der Schlange. Ich ließ es nicht mehr aus meinen Augen. Als sich die Dinge änderten und seine Noten besser wurden, war Spielers Mama sehr glücklich. Er genoss diese Zeit mit ihr sehr. Die Schlange grinste und war stolz auf ihre Arbeit. Doch plötzlich wurde sie mit einem Netz eingefangen. Spieler war so froh mit seinem neuen Leben. Er war voller Liebe. Aber er fragte sich, wohin seine Schlange verschwunden war. Er suchte wirklich überall nach ihr. Ohne Erfolg. Er machte sich große Sorgen, weil er sie einfach nicht finden konnte. Ich wusste, was ich tat. Aber die Schlange war verängstigt. Sie hatte keine Ahnung, was geschah. Ich erinnere mich, es war zunächst nur als Test gedacht. Ich stellte mich der Schlange vor, als sie mich sah. Ich erklärte ihr ausdrücklich meinen Plan. Der nächste Schritt brauchte noch mehr Größe, noch etwas Mächtigeres. Aber die Schlange wollte nicht mitmachen, also nahm ich die Dinge selbst in die Hand. Mein böses Projekt sollte beginnen. Es könnte für sie etwas unangenehm gewesen sein. Dann stoppte ich das Experiment. Ihr Nackenkamm wuchs auf einmal heran. So etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen. Ich dachte, irgendetwas sei schiefgelaufen. Während ich rumgrübelte, war die Schlange auf einmal direkt vor mir. Und sie war echt wütend. Also rannte ich natürlich von ihr davon. Ich versuchte ihr zu erklären, dass das nicht meine Absicht war. Aber sie wollte mich nicht verstehen. Sie war fuchsteufelswild. Ich war am Ende. Sie sagte, sie war nicht mal wegen des Nackenkamms sauer. Aber ich hatte sie von ihrem geliebten Freund getrennt. Ich wusste nicht weiter. Und dann kamst du. Und nun stehen wir hier. Immerhin sind wir jetzt sicher, oder? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du hast beinahe eine Freundschaft zerstört. Oh nein! Okay, Bun Bun. Stelle dich deinem Ende. Warum enden meine Projekte immer schlecht für mich? Entschuldigung, darf ich mal kurz unterbrechen? Diese Stimme. Hey, Kumpel, endlich habe ich dich gefunden. Spieler, du hast die ganze Zeit nach mir gesucht. Du bist wirklich unglaublich. Apropos unglaublich. Wow, das ist ein echt abgefahrener Nackenkamm. Findest du wirklich? Aber total, du bist mein bester Freund. Ha, von wegen Freundschaft zerstört. Das war doch eine reife Leistung. Autsch! Oh Junge, und herzlich willkommen im Gartenhof Bun Bun 2. Ich werde alle Missionen erledigen. Sind das die Regeln? Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Wenigstens habe ich Glück, dass hier keine Monster rumlaufen, oder? Autsch! Warte, was? Heiliges Einhorn! Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein! Ich wollte dich eigentlich erwischen. War wohl nichts. Neuer Versuch. Echt jetzt? Nicht sie weg! Jetzt rechts und wieder links und wieder links. Lieber Gott aller Zocker, bitte hilf mir. Bitte, 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 bitte lass mich endlich in Ruhe. Ich hab mich verlaufen. Was soll ich nur tun? Warte, was ist das? Ist das etwa ein Opila-Baby? Das ist so niedlich. Ich befreie dich. Papa! Wow, nix, Papa. Was? Nein! Wohin bringst du ihn? Komm zurück! Rette mich, Papa! Rette mich! Arsch, was soll das? So leicht entkommst du mir nicht. Das werden wir sehen! Oh, nein, lass das! Oh,
endlich still! Was zur... Wie kannst du es wagen? Dies ist dein Ende! Was? Ha! Ich hab dich, Küken! Papa? Ist bei dir alles in Ordnung, kleiner Kumpel? Okay. Alles bestens! Zeit ist, ihm heimzuzahlen! Bin bereit! Hör mit dem Piepmatz! Ach, du willst den Vogel haben? Fragen wir ihn doch mal! Ich habe einen Plan, Papa! Schwing mich wie Thors Hammer! Sicher? Na gut, Hör los geht's! Mit dem Piepmatz! Ab geht die Post! Gadget! Setz deine Geheimwaffe ein, schnell! Du vergaust, du böse Wicht! Oh, nein, nicht! Nachschlag gefällig! Hahaha, der ist erledigt, Papa! Warte, das war schon alles? Nun, ich denke ja! Und jetzt sollten wir abhauen! Komm schon, Papa! Ab geht's! Die Verstärkung ist da! Das war der seltsamste und klügste Plan, den ich je gesehen habe. Ich glaube, wir haben es geschafft! Wo ist das nächste Monster? Wir sind unaufhaltsam! Niemand kann uns schlagen! Hä? Was ist das? Wo seid ihr? Was ist diese kleine Kreatur? Schreck! Oh, wer ist das? Ich rette dich, Papa! Komm schon weg! Mein Auge! Mein Auge! Du hast dich mit der Falschen angelegt! Nein! Was soll das? Das war widerlich! So demütigend! Ich darf nicht lachen! Ich bin so wütend! Aber... Lachst du etwa? Was? Na, no, so niedlich. Komm her, kleiner Kumpel. Ich habe einen Plan. Überleg mal. Das ist deine Schnecke. Die sind super langsam. Fordere sie zu einem Wettrennen heraus. Dann kannst du sie total fertig machen. Was sagst du, Kleiner? Komm schon, legen wir los. Hey, Schneckengesicht. Ich fordere dich zu einem Rennen heraus. Ein Traust Rennen? Du dich? Denkst du wirklich, du könntest mich besiegen? Du wirst Staub schlucken. Na gut. Zeig, was du kannst. Ich werde gewinnen. Ich bin klein und da habe ich wie ein Blitz. Ich werde gewinnen. Los, doch, mach schon. Ich schaff das. Komm schon, sie gewinnt sonst. Sie darf nicht gewinnen. Sieg! Ach, keine Sorge, Kleiner. Nimm's nicht so schwer. Wir hauen erst mal ab. Ich werde mich rächen. Das verspreche ich! Oh, wie süß. Was ist das? Ups. Ich rette dich. Was sollte das denn jetzt? Papa, das sind meine Brüder. Sie haben die Schlüsselkarte für die Tür. Du musst sie hier hinlegen. Siehst du? Okay, Opila Baby, das kriege ich hin. Der hier kommt dahin und dieser dorthin. Hier ist noch einer. Hier ist nur noch der letzte. Ha! Ziel gefunden! Und los! Schnell wie der Wind! Das ist so cool! Mir geht es super gut! Was hätten wir? Das war total abgefahren! Oh, den hier hatte ich übersehen. Na, oh, der ist ja süß. Wie ein kleiner Bruder. Wärst du gern mein kleiner Bruder? Oh ja! Na, so niedlich! Wir sind jetzt eine Familie! Ja, Familie! Okay, gehen wir! Oh. Oh nein! Ich hab's versaut. Ich glaube, er ist ernsthaft verletzt. Naja, hat ja niemand gesehen. Hier. Was, Brüderchen? Ich muss dann mal weg. Jetzt reicht es. So lassen wir uns nicht mehr behandeln. Wir schlagen zurück. Mit eiserner Faust. Okay. Wenn du meinst... Die Rache wird unser! Du da. Du leitest die Mission Rache. Verstanden? Bist du bereit? Meine Brüder planen irgendetwas Seltsames. Aber egal. Für mich zählt nur mein Papa. Er ist so cool. Ich liebe ihn. Er ist mein Meister. Okay, bald habe ich alle zusammen. Nur noch einer fehlt.
Möchtest du ihn suchen? Ja, Papa, ich werde ihn finden. Keine Sorge. Hey! Was willst du? Folge mir! Sicher nicht. Komm mit mir, bitte! Ich will aber nicht. Du stellst dich gegen Papa? Wo sind sie nur? Ich schreibe ihm eine Nachricht. Wo bist du? Er wehrt sich. Was? Ich werde ihn mit meinem Pokéball fangen. Was soll das bedeuten? Sag das nochmal. Nimm das! Rein in den Pokéball! Na los, rein da! Ein Foto für Papa! Was? Er ist so schräg. Was macht er denn da? Nimm das! Ist das schon alles? Ha! Daneben! Uah. Mach dich bereit! Du bist das einzige Opila-Baby, das nicht lila und pink ist. So seltsam! Laber nicht! Greif an! Bist du bereit für meine ultimative Attacke? Du bist so falsch wie dein Papa! Was hast du gesagt? Lila ist nicht dein wahrer Papa! Ich mache erst dich fertig und dann deinen falschen Papa. Ich habe dir nicht erlaubt, so über meinen Papa zu reden. Also halt deinen Schnabel, du Piepmatz. Ich werde dich Respekt lehren. Ach komm schon, bist du blind? Ihr habt null Ähnlichkeit. Falscher Papa. Komm schon, ich schaff das. Ganz unauffällig, wie ein Ninja. Ja, los, Brüderchen! Ja! Du schaffst das! Ich glaube fest an dich! Ich pack das! Ich bin ein Ninja! Unsichtbar für andere! Ich kann das! Ein Bonbon! Das sieht lecker aus! Das ist eine Falle! Tu es nicht, bitte! Ich war dran, das Bonbon Geh zu essen! Nicht zum Bonbon! Kommt schon! Was soll schon passieren? Erwischt! Lass mich raus! Oh Mann. Er macht uns alle platt. Der Kerl ist viel zu gut. Wie lautet der nächste Plan? Okay. Wir werden Folgendes tun als Plan B. Attacke! Oh mein Gott, warum tut ihr mir denn weh? Von nun an bist du von uns erobert. Weiter geht's. Ich werde dich vernichten! Dich und deinen Papa! Nicht so schnell! Ich werde das nicht zulassen! Niemals! Was ist denn mit dem los? Geht es ihm gut? Was? Da ist noch einer! Ich frage mich, was die da tun! Es ist egal, dass mein Papa geht! Also gib auf! Dein Herz weiß genau, dass das hier falsch ist! Armes Kerlchen! Er dachte, er hätte eine Chance. Aber die Macht meines Papas ist größer. Na los, mach dich frisch! Schmeckt es? Wir wehen über dir! Was habt ihr vor? Spuck's aus! Was? Wie viel ist 1 plus 1? 3? Nein! Warum kämpft ihr gegen Papa? Im Ernst, warum nennst du ihn Papa? Er ist nicht dein Papa, Piepmatz. Halt den Stabel! Kann ich einen Keks haben? Nein! Nenn mir deine Verbündeten! Nutzung. Niemals! Wow, das ist echt brutal! Wir wollen spielen! Genug! Ihr wollt also spielen? Spielt damit! Brüder, lasst euch nicht von den Fallen erwischen! Verstanden? Ich kann nichts dagegen tun! Bonbons! Oh nein! Ich kann nicht widerstehen! Bonbons! Ihr müsst stark sein! Diese Boxen sind total schwach. Was zum... Damit hast du wohl nicht gerechnet. Wie? Unmöglich, ich muss hier weg. Opila-Baby,
Lauf weg! Schnell! Oh, hi, Papa! Sieh mal, was ich gefunden habe! Ah, großartig! Öffne die Tür! Jetzt! Was? Ah, klar! Ich schaff das! Und ein Hechtsprung! Da! Ich schließe sie! Mach die Tür zu! Schnell! Wir haben es geschafft! Yay! Bist du bereit für das hier? Lass uns mit Schwung schlauer werden. Denn heute werden wir viel Neues lernen und Magie erfahren. Fangen wir an mit Mathe. Du da, kennst du die Antwort? Ich kann's versuchen. Flüster es mir ins Ohr. Oh? Das war echt witzig. Schreib einfach die Antwort hin. Oh, das ist also, leider falsch. Und tschüss. Wow, wow. Das nenne ich mal gekonnt fallen. Also gut, lasst uns etwas Einfaches machen. Kann mir jemand die Antwort geben? Hä? Mal sehen, wer darf an die Tafel kommen? Du, Spieler, na los, zeig, was du drauf hast. Was, wenn ich diese Gleichung mit einer Pizza mal nehme? Was soll das sein? Etwas schneller, bitte. Oh, ich hab die Antwort, Papa. Ich glaube, sie lautet so. Hey, super. Danke. Großartig. Na, sag das schon. Ist falsch. Ist mir voll egal. Weiter geht's. Kannst du das lösen? Ich liebe Mathe, also... Lass mich nachdenken. Komm schon, du schaffst das. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht. Was ist, wenn sie mich auslachen? Das wäre super peinlich. Also, hast du die Antwort oder nicht? Ich weiß es nicht. Warte doch nicht. Sieh her. Ich gebe dir einen Hinweis. Ich glaube, ich kenne jetzt die Antwort. Und sie lautet Finger. Super. diese Antwort ist... Richtig. Gute Arbeit. Yay. Siegestanz. Du tanzt wundervoll. Das ist für dich. Du warst klasse. Ich liebe es! Reife Leistung! Wer ist jetzt das Genie, ha? Ich bin es! Ich hab den Stern bekommen! Sieh nur, Papa! Ich habe einen Goldstern! Toll! Hast du dir verdient! Ich muss euch etwas beichten, Leute. Ihr wart meine ersten richtigen Schüler. Es war immer mein Traum, Lehrerin zu sein. Ich danke euch. Oh, Banbanena. Das machst du so toll! Ihr da? Kommt zu mir. Wir müssen mal reden. Was? Sofort. Das sollten wir wohl besser klären. Wir kommen ja. Oh, ihr geht schon? Autsch. Ups. Hat keiner gesehen. Mein Stern! Ich hab ihn verloren! Ist da jemand? Na los, hol ihn dir! Schon unterwegs! Überraschung! Oh nein! Lass ihn in Ruhe! Finger weg! Frau Lehrerin, du hast mich gerettet! Aber natürlich! Ich bin für dich da! Meine Heldin! Wir brauchen mir Hilfe! Ich pack das, keine Sorge! Kommst du mir zu Hilfe? Nimm das! Super! Da hast du deinen Stern zurück! Wo bleibt ihr denn? Kommt her! Kommt unterwegs! Oh, und so bin ich wieder allein. Ohne Schüler. Danke, Frau Lehrerin.
Du bist spitze. Die beste Lehrerin. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Den Stern verdienst du. Du bist wunderbar. Okay, wir müssen los. Ich werde euch in meinem Herzen tragen. Jessie! Oh, ich hab euch lieb, Leute. Mach's gut. Leb wohl, Kinder. Lasst uns los. Autsch, was war das? Mein Stern, warum passiert das nur? Ich kenne sie noch nicht lange, aber sie sind mir so wichtig geworden. Ich werde sie niemals, niemals vergessen. Es ist Zeit für den Abschied. Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Aber ich kann es einfach nicht. Bitte. Nein. Mein Stern. Tut mir leid. Bitte nicht. Lass mich los.